Wenn ich unterwegs bin, bemerke ich oft, dass ich meine Umgebung gar nicht richtig wahrnehme. Ich möchte lernen, achtsamer zu sein. Welche Strategien gibt es? Versuche, den Kopf auszuschalten und die Sinne anzuschalten. Also sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Komm vom Denken ins Wahrnehmen und dadurch ins Hier und Jetzt. Das ist nicht nur eine Achtsamkeitsübung, die du jederzeit und überall machen kannst. Das kann irgendwann auch zu einer achtsamen Grundhaltung werden. In unserer heutigen Zeit haben wir alle viele To-Dos und es gibt viele Reize im Außen, die unsere Aufmerksamkeit an sich ziehen. Unter anderem natürlich das Handy. Es gibt immer etwas, was wir im Kopf bearbeiten können. Aber dann sind wir meistens im Gestern oder im Morgen und eben nicht im Moment. Versuche, wenn du unterwegs bist, dein Handy tief in die Tasche zu packen und es nur rauszuholen, wenn du damit etwas aktiv tun willst. Damit hast du eine riesige Störquelle verbannt. Und dann benutze deine Sinne. Du wirst merken, dass du gerade am Anfang doch wieder schnell abgelenkt sein wirst und dass deine Gedanken dich ganz woanders hinführen. Wenn dir das bewusst wird, ärgere dich nicht, sondern klopf dir gedanklich auf die Schulter und freu dich darüber, dass du es bemerkt hast. In dem Moment bist du nämlich achtsam. Und dann richte deinen Fokus einfach wieder neu auf deine Sinne aus. Besonders gut üben kannst du das mit schönen Reizen, zum Beispiel in der Natur oder bei einem leckeren Essen, denn da bekommen deine Reize eine ganze Menge geboten. Bau diese Übung am besten mal täglich in deinen Alltag ein und schau, was sich im Laufe der Zeit bei dir verändert. Hast du eine Lieblingsachtsamkeitsübung? Wenn du magst, beschreib sie doch gerne mal für uns alle in den Kommentaren. Und du kannst auch gerne dort deine Fragen und deine Themen reinschreiben, die dich gerade beschäftigen.